Ja, schon von den alten Römern ist ja überliefert, dass ein gesunder Geist einen gesunden Körper braucht. Also müssen auch wir Politiker uns fit halten. Ich mache das mit Floorball. Das ist eine schwedische Sportart, die dem Eishockey verwandt ist, aber deutlich fairer ist. Ja, und hier kann ich für die Politik Leidenschaft lernen, das Teamplay praktizieren und natürlich, weil dieser Sport, ich habe es eben schon erwähnt, sehr fair ist, das Fairplay steht im Mittelpunkt. Insofern eine gute Grundlage für die Politik. Und jeden Montagabend bin ich deswegen auch mit meinen Freundinnen und Freunden von der DJK Holzbüttgen beim Training.